mein steirer Land, ja glaubt's mir's gewiss, wo das Stutzel knäut und wo der ganz Bock freut, wo mein lieber Herzog Johann ist. Olla diode du riri, Heimat zu finden, wo man sich verstanden fühlt und eben auch verstehen kann. Der Erzherzog Johann Jodler hat uns also in die steirische Urheimat von unserem lieben Herrn Johann Kokron geführt. Ich war bei einem Trauergespräch und das ist in der Nachbarschaft von meiner Wohnung, von meinem Zuhause, über die Straße drüber, also bei dir, liebe Bianca, und beim Ivo und, muss ich die Namen lernen, bei der Lara und beim Luca. Und da haben wir also nachgedacht, habe viel erfragen dürfen, vieles ist mir anvertraut worden vom Leben eures Vaters und Opas. Und wie wir da so gesprochen haben, ist plötzlich ein Fenster im Himmel aufgegangen und es ist so die Sonne hereingekommen, so wie jetzt auch. Also das Bild und das Leben von eurem
Vater, Großvater, Urgroßvater sein Leben im Lichte Gottes anschauen und auch ihm wünschen, dass er jetzt durch manche Dunkelheiten hindurch in das Licht Gottes gekommen ist. Da bin ich mir ganz sicher, dass er jetzt auch von oben oder von innen her auf euch schaut. Er ist im Lichte Gottes. Und bei den Familienbildern, also haben wir schon gemerkt, wie eurem Vater, euren Eltern die Familie ganz wichtig ist. Also die Ingrid und der Herbert und der Gerhard und die Uli. Ja, mit der Maske muss man zweimal hinschauen, ich besonders. Und ein bisschen habe ich jetzt auch geschwätzt, schon mit der Corinne und mit dem Bernhard. Und der Rainer schaut vielleicht via Livestream zu. Und dann muss ich noch begrüßen die Chiara, Konstantin, sind ja auch die beiden da, hat nicht da heute. Ja, schauen Sie auch vielleicht zu, aufs Live. Wir werden es denn erzählen. Enkeln, Urenkeln. Auf der Suche nach Heimat, sich am Ziel des Lebens in der Heimat, im Herzen, bei Gott wiederfinden. Ihr denkt sicher heute auch genauso an eure Mutter, die vor 2 Jahren verstorben ist. Und so lese ich es auf diesem Warte, also nach einem erfüllten Leben ist Johann Kokron friedlich eingeschlafen, 86 Jahre, und seiner geliebten Hanne gefolgt. Das ist auch unser großer Wunsch und unsere große Zuversicht, dass sich eure Eltern also wieder in einer neuen Form im Lichte Gottes wiedersehen, treffen, in der Heimat bei Gott. So ist es euer Wunsch, denke ich, heute besonders dem Papa, dem Familienopa, den Urli-Opa, den Uropa, also richtig Danke zu sagen in diese Feier für das, was väterlich von dir ausgegangen ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede sei mit euch. Auf Weihnachten hin. Wir feiern zuerst die menschgewordene Liebe Gottes in Jesus. Im Christuskind, da wo Gott ganz einfach in einem Stall, nehmen wir an, zur Welt gekommen ist, die Menschwerdung Gottes in Jesus. Gott, du kennst sein menschliches Schicksal und unser Leben. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast unser menschliches Leben begleitet. Mit deinen Freunden hast du einen Weg der Liebe gezeigt. Du, Herr Jesus, hast die Eltern in der Ehe verbunden und gesegnet. Du bist ihren Lebensweg mitgegangen. Nimm sie nun auf zum Festmahl des Himmels. Christus, erbarme dich unser. Und das Licht von oben, das Licht der großen Hoffnung, Jesus, durch dein Leiden und Kreuz hindurch
bist du der auferstandene Herr über den Tod. Du wirst das Leben unseres Verstorbenen verwandeln. Hinein in dein Licht, in ein ewiges Leben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Barmherzigkeit, Versöhnung, dass alles bei dir, Gott, ganz gut wird, das schenke uns der allmächtige und gütige Herr. Amen. Ich habe den Herrn Cochran, euren Vater, Großvater, im Altenheim näher kennengelernt. Er hat dort auch die Messfeiern mitgefeiert, mitgebetet, die Kommunion empfangen. Und wenn wir dann ins Gespräch gekommen sind, habe ich mich immer erinnert, du bist doch in Bad Gleichenberg geboren, als Steirer. Und das hat er ja mit Freuden so aufgenommen. Und ich habe dann vom Wein zu reden versucht, weil ich kenne ein paar Leute aus Bad Gleichenberg und aus der Umgebung, die also sich bei den Weinbauern gut auskennen. Der Wein aus der Steiermark. Und euer Vater hat aber dann erzählt vom Brot. Wein und Brot, passt ja zusammen. Dass euer Vater dann in Salzburg in einer Bäckerei war und er hat von sich gesagt, meine Semmeln, die handgemachten Semmeln, sind die besten. Also ich serviere heute so handgemachte Semmeln. Darf ich das einmal anvertrauen? Später werden wir dann teilen, das Semmel. Für mich ist das ein großes Symbol. Das Brot, das muss man eigentlich nicht allein essen, sondern teilen. Und das Brot ist auch etwas, was man erarbeiten darf und muss. Und ich stelle mir vor, euer Vater hat also fest gearbeitet und mit Überstunden und ein Haus gebaut und für euch mitgesorgt. Und sein Brotberuf, also Bäcker, das bedeutet auch, ich gebe von meiner Lebenskraft ganz viel für euch, für seine Frau Hanne und für alle, die am Familientisch Platz haben und darüber hinaus. Er hat doch auch für euch gelebt. Symbol des Brotes. Und dazu ein Wort des Evangeliums. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Jesus sagt ihnen, ihr sucht mich, weil ihr Zeichen gesehen habt, weil ihr von den Broten gegessen habt, weil ihr die Brotvermehrung miterlebt habt. Aber bemüht euch für das Brot, das nicht verdirbt. Und dann sagt Jesus, nicht Moses hat euch das Mannabrot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Und da bitten
der Apostel Jesus, Herr, gib uns immer dieses Brot. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr arbeiten. So ein Tischlein deck dich, mache immer wieder ein Brotwunder. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus, du bist das Brot der Liebe Gottes, das Brot des Lebens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir leben vom Brot mehr als von einer Schwarzwälder Kirschtorte. Das kann man immer wieder essen, das Brot. Wir leben von der Liebe in der Familie, vom Zusammenhalt in der Familie. Ihr wisst es, vom Beispiel der Eltern. Wir leben von jedem guten Wort, dass wir hören dürfen und dass wir weitergeben. Wir leben zuinnerst von dem, was Menschen teilen und geben. Ihr kennt ja euren Vater, Großvater, Urgroßvater, selbst am besten. Eine Geschichte war, Gerhard, wie du erzählt hast, du hast den Führerschein gemacht mit deinem Vater. Hat es damals das schon gegeben, dass man sich da Fahrschulstunden ersparen kann? Und wie war das? War er ein geduldiger Lehrer? Dein bester Fahrlehrer. Und dein Papa hat es ein bisschen ausgenützt, auch dass es seine Frau, dass er die Hanne ausfahren kann. Ja. Ja. Eben auch diese Freude an der Natur und die Ausfahrten mit der Mutter oder vielleicht auch mit euch Kinder eben damals. Dass man sozusagen das Nützliche und das Angenehme so verbindet. Ich habe ihn eigentlich so als einen bescheidenen Menschen erlebt. Er hat so von sich aus keine großen Worte gemacht. Aber er hat so einen ganz väterlichen, verständnisvollen Eindruck bei mir hinterlassen. Oder so eine Lieblingsarbeit war auch der Garten, habe ich mir sagen lassen. Es hat einen Garten gegeben oder es gibt einen Garten. Ja. Den hat er sehr geliebt. Und was macht man, wenn man Bäume und Blumen liebt? Sie brauchen mehr als wir das Wasser oder die Pflege. Ja. Zuwendung. Der Papa hat gesprochen mit den Pflanzen, so soll man es machen eigentlich, gell? Die Zuwendung und die Beziehung und die Natur und der Garten, der ja schließlich auch wieder für uns alle zu einer Freude ist. Also er hat immer wieder aus seinem Leben mit euch etwas so Positives gemacht und das war natürlich auch für Außenstehende ein starkes Zeichen, wie dann der Papa im Altenheim von seiner Frau Hanni und von Kindern immer wieder besucht worden ist. Ihr habt es erzählt, die Mutter war ja jeden Tag im Altenheim beim Papa. Das waren Jahre, 8 Jahre. Da sind sie sicher ganz fest
noch fester zusammengewachsen. So wünschen wir dir und euren Eltern, dass sie jetzt bei dir, oh Gott, in deinem Licht sein dürfen, dass sie etwas vom Festmahl deiner Liebe, oh Gott, erfahren dürfen und dass das, was vielleicht im Leben schwer war, verwandelt wird, dass sie ihren so früh verstorbenen Sohn dort wieder erleben dürfen und dass die Eltern weiterhin auf euch schauen können. Ich bin direkt etwas innerlich bewegt, ein wenig aufgeregt. Es ist Zeit, dass ihr eure guten Gedanken und Fürbitten zu Wort bringt. Wer wird denn da anfangen? Ja, bitte. Herr, wir bitten für unsere Eltern und alle Menschen, die uns im Leben nahe waren und die nicht mehr auf dieser Erde sind. Nimm sie zu dir und tröste uns in unserer Trauer. Wir danken dir für das Glück, so lange fürsorgliche Eltern gehabt zu haben und bitten dich um Frieden, Gesundheit und ein herzliches Miteinander für alle Nachkommen von Hans und Hanne und deren Mitmenschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir danken dir dafür, dass wir unsere Urli so lange bei uns haben durften. Die schönen Erinnerungen an sie werden uns ewig begleiten. Nun wachen sie wieder vereint und beschützend über uns. Wir bitten dich um eine gute letzte Reise für unseren Uli-Opa, deine Lara und Luca, Chiara und Konstantin. Und habt manchmal ein bisschen reden können mit dem Uli-Opa? Ja. Ja? War er sehr interessiert, wie er es so macht immer, oder? Ja. Was hat ihn denn besonders interessiert? Schule und Fußball spielen. Schule und Fußball. Hat das den Opa, Urpa interessiert oder dich interessiert? Beiden? Ja. Okay. Also, das heißt ja, Großvater, Urgroßvater, schau oben auf uns. Herr Jesus Christus, bitte lass unseren lieben Vati mit seiner geliebten Hanni und seinem Sohn Hansi in deinem Reich wieder vereint sein und gib ihnen die Ruhe und das ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn die Strahlen des Lebens erlöschen, sollen die Sterne der Erinnerung leuchten. Lieber Gott, bitte lass diese Sterne für unseren Opa und für unsere Oma immer ganz hell leuchten. Wir bitten dich, erhöre uns. Und ihr seid zu Weihnachten im letzten Jahr zusammengekommen? Im September war wir. Im September heute? Vor allem mit dem Rainer, also der jetzt in London ist. Ja, waren wir bei ihm, haben wir das letzte Mal ja, sehen dürfen. Gut reden können. Na, leider aber hat er gelaufen zu dem Zeitpunkt. Genau, aber man hat gemerkt, er glaubt schon, dass er es gespürt hat. Also, ja. Oder früher haben sie Weihnachten auch miteinander gefeiert im großen Familien. Wir waren immer an Dorf, ja, immer bei den Großeltern, zu Nikolaus. Also wir haben immer die schönen Familienfeste, bei der Halle Heiligen war ja, wir haben immer gemeinsam im Grab gemacht. Bei der Oma dann die große Jause sozusagen. Ja. Also, das sollte irgendwie weitergehen im Sinne von den Großeltern. Ja.
la fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il santo nome tuo dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per il mondo. Best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but Alleluia, 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 Alleluia. Ein österliches Halleluja, ein starkes Hoffnungszeichen, das sozusagen unsere Welt, unser Leben, unser Garten einmal verwandelt wird in ein Paradies, dass alles vollkommen wird, Leben zur Fülle. Das wünschen wir dir im Garten Gottes. Ich bin so frei, möchte euch ein bisschen einbeziehen. Wie sind Sie verbunden mit dem Verstorbenen, von der Mutter aus oder so? Ja. Von der Hanni, der Bruder, war dein Mann. Ja. Hast du ein Wort, ein Erlebnis mit dem verstorbenen Herrn Kuckran, hat sie mal zusammengekommen, Verwandtenbesuche. Ja, ja. Auf Oberösterreich hat es immer gegeben, gell? Ja. Mhm. Ihr seid wir verbunden? Ja. Ja. Na schau, ja.
ihr habt sehr viel unternommen, zusammen telefoniert auch manchmal. Oder früher zu meiner Mutters Zeiten war es der Brauch, dass man am Sonntag Verwandtenbesuche gemacht hat. Öfters gemacht. Und wenn ich sehr noch ansprechen darf, ein Schwager. Ja, deine Frau ist. So, ja. Und hast du auch manche Begegnungen gehabt, natürlich? Ja, mit einer alten ganzen Familie. Ja. Vom Oberösterreichischen her, ja. Dass man diese Anlässe feiert. Und Gott sei Dank hat der Hans viele Geburtstage feiern und erleben dürfen. Und ich habe das Gefühl, diese innere Zuversicht, dass die Eltern Kokran vom Steirischen und vom Oberösterreichischen her verwurzelt sind, auch mit dem Glauben. Das habe ich so gespürt. Und ich habe das dann auch gemerkt, wie da Kobrata war, Skigebiet, Dernten. Die Oberösterreicher sind zur Skiwoche gekommen, die haben den Gottesdienst mitgefeiert und gesungen und die haben da sozusagen eine kirchenfreundliche Einstellung. Auf alle Fälle möchte ich euch jetzt zu diesem Gebet der Familie einladen zum Vater unser und bitte euch aufzustehen. So wie die Eltern sicher auch oft gebetet haben. Und das hat der Opa auch im Alter, wie er schon nicht mehr so gut hören oder reden konnte. Und er hat ja leider auch schlecht gesehen. Er möge jetzt neue Augen bekommen für die Herrlichkeit Gottes. So beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Advent mit Maria, der Mutter Jesu, unterwegs. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Allgütiger Gott, nach deinem Willen, o Gott, werden wir geboren, durch die Liebe der Eltern. Und nach deinem Willen werden wir neu geboren, in eine neue Welt hinein, in unserem Sterben und Heimgehen. Und du, o Gott, hältst doch unseren Lebensfaden von Anfang bis zum Ende. Bei dir sind wir gehalten. So schenke unserem verstorbenen Mitchristen, eurem verstorbenen Vater, Großvater, Urgroßvater, eurem Verwandten und er gehört in die Mitte der Familie. Schenke ihm und seiner Frau die Erfüllung des Lebens, die Fülle des Lebens. Lass ihn bei dir, o Gott, ankommen, im ewigen Zuhause, in der ewigen bleibenden Heimat, durch Christus, unserem Herrn. Amen. Und der Herr sei mit euch. Es begleite uns der allgütige Gott. Er schenke unserem Leben inneres Wachstum, eine gute Entwicklung,
dass die Kinder in eine gute Zukunft hinein leben und hineinwachsen können. Gott schenke euch eine gute Beziehung, guten Zusammenhalt, dass wir uns nicht zerstreiten und dass wir uns immer wieder versöhnen. Gott, der Herr, schenke uns den inneren und äußeren Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nach der Musik werden wir also die Urne des verstorbenen Großvaters auf dem Weg mitnehmen zum Grab an die Seite seiner lieben Hanne zum Friedhof in Eugendorf. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Con me.